So, willkommen zu einem neuen News-Video zum Alice25. Schreibt mal in die Kommentare, ist das noch ein News-Video, wenn man einfach der Letzte ist, der das macht? Ja, ich bin wieder ein bisschen late to the party, weil ich einfach keine Zeit habe. Aber wir gucken uns mal eben die Factsheets an, die letzte Woche Freitag rauskamen und die neue Fruchtsorte. Und ich habe vor Samstag, also wann ist das denn? Am 21. oder? Genau, am 21. so einen kleinen Community-Stream zu machen. Zusammen mit euch MySexien, ihr könnt mitspielen, ich spiele mit, wir labern ein bisschen und haben einfach einen schönen Abend mit einem MySexler und ein paar Abfahrer. Vielleicht habt ihr da Bock drauf. So, wir gucken uns die neuen Factsheets an. Also wir haben, können wir hier durchklicken? Nicht so richtig, ne? Wir können jetzt nicht irgendwie zum nächsten Bild, oder? Geht das? Ne, geht nicht. Auf jeden Fall, Fendt 700 Vario, allerdings der große, der Gen 7. So, Factsheets. Fendt 700 Vario, ein Traktor, bis zu 303 PS. Standardpreis, ja, knapp 250.000, also das kostet der quasi in der Grundausstattung. 450 Liter Diesel, fährt 50 km/h, also wir bekommen den nicht als 60 km/h Version, alles klar. 8,8 Tonnen. Und dann haben wir noch die Betna Omega 006000 FL. Eine ganz normale Drille. Und zwar, ist das eigentlich eine Drecksaat-Drille? Die hat ja hier Scheiben, ne? Also wenn, dann ist es Mulchsaat und keine Drecksaat. Steht aber nichts bei, ne? Hier, ob das jetzt, was das ist. Das wäre natürlich nochmal cool, wenn es irgendwie eine extra Info gäbe. Benötigt 200 PS, ist ein Direktzieher. Okay, alles klar. Wer lesen kann, ist absolut ein Vorteil. Kostet 116.000 Euro, ist also relativ teuer. Hat 5.000 bzw. 5.400 Liter Tankvolumen. Ich weiß nicht, ob das ein extra Tank ist, wo man noch Saatgut reinmachen kann oder ob man halt den Düngertank nachkonfigurieren kann. Das wüsste ich jetzt so aus dem Kopf nicht. Wiegt 9,5 Tonnen und hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 17 km/h und kann ja Saatgut und Dünger. Anpflanzen können wir Weizen, Gerste, Hafer, Raps. Hallo, bleiben Sie mal da. Das wird wohl Langkornreis sein. Dann haben wir hier Ölrettich, Gras, Erbsen. Dazu kommen wir gleich. Und Spinat. Also ein bisschen standardmäßig. Dann gibt es auch einen neuen Traktor. Einen schönen kleinen. 143 PS. Und zwar ein Dodge Fahr 6C RVS Shift. Beziehungsweise RV Shift. 103.000 Euro, also relativ günstig, könnte neben den alten John Deere, könnte das ein Standardtraktor sein auf dem Hof, also so einen, den man als Erstausstattung bekommt. 143 PS, Powershift-Getriebe, 160 Liter Diesel, fährt 50 km/h, wiegt 5,5 Tonnen und dann gibt es noch die Krone Varipack, also eine Rundbeinpresse ohne Ballenwickler hinten dran. Knapp 70.000 Euro, benötigt 100 PS, 5,1 Tonnen und kann, ja, ich sag mal, alle Ballengrößen machen, von 1,25 bis 1,80 und arbeitet auch mit 17 km/h. So, denn gab es allerdings, bin ich der Meinung, noch mehr. Genau, hier haben wir noch ein bisschen was. Wir haben einmal hier, den JCB, einen Radlader. 199.000 Euro, 250 PS knapp, 252 genau, CVT-Getriebe, 400 Liter Diesel, fährt 40 km/h und wiegt 14 Tonnen, also ein Standardradlader, nicht zu groß, nicht zu klein, ganz normal. Und ja, da sehen wir auch schon, wir haben wieder die gute Albutt-Silage-Schaufel, die wir seit Anno dazu mal im Spiel haben. Weiter unten wird es allerdings nochmal ein bisschen interessant, denn wir bekommen noch einmal einen White-Traktor. Ich bin mir gar nicht sicher. White müsste doch nicht mit Traktoren, allerdings mit die ein oder andere Maschine schon im Spiel sein. Ich bin mir aber gar nicht sicher. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Als Mod gibt es schon einige Traktoren, allerdings, ich glaube, mit Anbaugeräten ist White schon im Spiel. Gehört allerdings zum Eco-Konzern. Ist ein Youngtimer-Traktor mit 160 bis 225 PS, also auch ein guter Einstiegstraktor und ein günstiger Traktor. Mit 58.000 Euro ist das
so ein prädestinierter Traktor für, den kriegt man als allererstes auf dem Hof gestellt. Die ganz alten White-Traktoren fand ich persönlich wirklich, wirklich schick. Da habe ich im LS19 tatsächlich auch relativ viel mit gespielt. Das waren so meine Hoftraktoren, um die Kühe und so zu versorgen. Und damit hatte ich ganz schön viel Spaß. Und dann haben wir hier noch von Anderson den Merge Pro. Merge Pro? Mal gucken, wie man es wirklich ausspricht. 915. Das ist ein Schwader. 153.000 Euro, 9,2 Meter Arbeitsbreite benötigt, 140 PS. Ist ein Bandschwader, also sehr ja, futterschonend, aber ziemlich teures System, was gar nicht so breit ist. Also für den Preis kriegt man wahrscheinlich schon 4 Kreise Schwader mit mehr Arbeitsbreite. Ja, aber ja, cooles Gerät auf jeden Fall. So, damit haben wir die neuen Factsheets abgearbeitet. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hin, was eine ganze Strecke interessanter ist, und zwar die neue Fruchtsorte. Und jetzt muss ich mich tatsächlich bei einem Kommentarschreiber aus meinem letzten News-Video entschuldigen, weil er hatte natürlich recht. Das Gerät hier ist nicht der Spinaternter, sondern der Erbsenernter. Er hat seine Kommentare geschrieben und ich habe so sinngemäß gesagt, nee, ist nicht so, ne. Spinatmaschine haben wir schon gesehen, das ist die Spinatmaschine. Nee, er hatte recht, es ist der Erbsenernter. Ich muss ja meine Fehler auch mal eingestehen, wenn ich welche mache. So, also Erbsen. Ich will gar nicht auf das Blabla hier wieder gehen. Wir gucken uns einfach die Bilder an. Wir haben hier einmal die Frucht, wie sie aussieht. Im April hat sie die erste Wachstumsstufe. Das heißt, wir werden die nicht im April sehen, sondern im März. Also März, zwischen März und April können wir ansehen. Ist das die erste Wachstumsstufe? Das ist die zweite Wachstumsstufe? Das ist die dritte Wachstumsstufe? Das hier ist die vierte Wachstumsstufe, wo sie denn auch erntereif ist. Wenn wir es ernten verpassen, verdorrt das Ganze, das sieht dann so aus. Und wenn es geerntet ist, sieht es so aus. Wir sehen, wir haben auch nicht besonders viele Körner auf dem Quadratmeter, sondern die haben relativ viel Platz und bedecken dann allerdings später den Boden sehr stark. Also im Real Life wird das vor allem bedeuten, du hast richtig viel Unkraut-Angriffsfläche. Maximaler Ertrag pro Hektar sind 9600 Liter und der durchschnittliche Verkaufspreis von einem Kubikmeter bzw. 1000 Liter auf der einfachsten Schwierigkeit sind 3119 Euro. Das ist der Durchschnittspreis. Durchschnittspreis bedeutet ja, keine Ahnung, du hast ja deinen Verlauf hier irgendwie, da hast du den Höchstpreis von, keine Ahnung, 4000 Euro, den niedrigsten Preis von 2000, dann ist der Durchschnittspreis bei 3000, irgendwie so. Samen pro Hektar sind 250 Liter, da wissen wir schon mal, dass wir mit einem Big Pack sehr weit kommen, das sieht man ja aber auch, dass die sehr weitläufig gestellt sind. Und Wachstumsdauer sind 4 Monate und erntereif sind die zwischen Juli und September. Das heißt, wir haben Juli, August, September Zeit, die zu ernten. Also sollte genug Zeit sein eigentlich. So, ich finde übrigens, dass sie wirklich gut aussehen. Also jetzt zumindest mal auf Screenshots sehen die in den beiden Wachstumsstufen hier wirklich gut aus. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Dann gehen wir mal weiter. Sehen wir hier, ja, hier haben wir ein bisschen Lichteinfall, ne? Hier sehen wir die im erntereifen Zustand. Hier sehen wir ein bisschen Licht wieder mit ein bisschen Lichtspiel und so. Dann haben wir hier die Aussaat. Ausgesät wird es mit der ganz normalen Sämaschine. Hier haben wir die Planet, müsste das sein, mit dem John Deere. 4 Meter Arbeitsbreite. Genau hier, ne, die Great Plants, nicht Planet heißt die. Das scheint. Ist das eine Kombination aus zwei Geräten? Aber die Sämaschine und irgendwie hier so eine Art Scheibenecke davor? Das sieht man jetzt nicht so genau. Das könnten wir allerdings in den alten Factsheets, müsste man das sehen. Hier haben wir es. Ne, das ist ein Gerät, also das gehört zusammen, das ist nicht zusammengehängt. Und das ist keine Direktsaatmaschine. Okay, alles klar. Enttäuscht das. Ich finde die Bodenstruktur hier eigentlich auch relativ schön. Das ist eine schön krümelige Bodenstruktur. Das sieht ganz gut aus. Und genau, hier sehen wir nochmal, wie es so ein bisschen aus der Entfernung aussieht.
Hier sehen wir nochmal ja, ein großes Bild, ohne die ganzen Lichtstrahlen, wie das aussieht. Erntereifer Zustand. Was man hier sehr gut sehen kann und was ich sehr schade finde, ist dieser Ränderrand, dass wir wieder so einen Kreis um uns rumziehen, wo die Pflanzen, ich sag mal, gut aussehen und wo und dahinter wird es dann schlagartig wie so eine harte Kante, wo es nicht mehr so gut aussieht. Das finde ich sehr schade, dass es hier auch so gemacht wurde im LS25. Ich war so ein bisschen der Hoffnung, dass es nicht mehr so ist, weil gerade auf, da muss man wirklich sagen, gerade auf XXL-Karten, irgendwie auf der Landersum hat man das extrem gemerkt im LS22, wenn du ein paar Felder die Größe hattest, da hast du wirklich gesehen, dass das Spiel nicht sehr hübsch war. Ich hoffe, dass das jetzt vielleicht ein bisschen anders ist. Aber diese Kante ist wieder, das ist wieder eine sehr harte Kante. Ich hoffe, dass man die groß genug stellen kann. Also, das muss ja, ich weiß nicht, muss das künstlich begrenzt sein? Ich sag mal, wenn ich meine Grafikkarte zum Kochen bringen will, dann lass mich die doch zum Kochen bringen. Hauptsache, ich habe ein schönes Bild. So, genau, hier sehen wir dann nochmal den Ernter. Das ist halt ein, ja, Selbstfahrer. Ich bin gespannt und ich hoffe auch, dass wir noch einen gezogenen Erbsenernter bekommen. Das wäre natürlich cool und nicht nur den Selbstfahrer. Der Selbstfahrer kostet nämlich entsprechend wahrscheinlich wieder, der wird mit Sicherheit seine 600.000 Euro kosten. Das heißt, das wäre dann so ein Endgame-Ding und nichts, was man im direkt spielen kann. Was ich hier sehr interessant finde, und ich habe das bei Randy schon gesehen auf Kornhub, als er das seine News dazu gemacht hat, hat er sich, glaube ich, ein bisschen vertan. Er hat, glaube ich, gedacht, also Randy, falls du siehst, korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, aber er hat die Bodenverformung hier angesprochen und ich glaube, er war von diesen schwarzen Streifen, hat er sich in eine Irre führen lassen und dachte, dass es da extrem stark verformt ist. Allerdings sieht man ja, dass die Raupen von dem Fahrzeug ja neben den schwarzen Streifen laufen. Das heißt, der schwarze Streifen ist einfach nur Boden und das, was links und rechts daneben ist, ist halt der verformte Boden, der halt nicht so stark eingedrückt ist. Was natürlich auch Sinn macht, weil das ist ja ein, der fährt mit einem Laufbandwerk. Ihr wisst, was ich meine. Das können wir hier nochmal ganz gut sehen. Das ist ein Laufbandwerk und hinten hat er Reifen. Und man sieht eigentlich, dass das nicht so doll eingedrückt ist hier auf dem Boden. Was ja auch Sinn macht, ne? Aber hier sehen wir nochmal die Pflanzen, die sehen wieder ganz schick aus. Auch hier der geerntete Zustand. Wir haben einmal die, ich sag mal, abgefrästen Blätter, die liegen bleiben. Das Ganze so in, ich sag mal, Reihenstruktur. Der hat einen Taster hier vorne scheinbar irgendwie sowas in der Art. Der scheint so seine, ich denke mal, 3 Meter, vielleicht 3,50 Arbeitsbreite haben. Wie gesagt, ich hoffe einmal, dass es den nochmal in noch größer gibt. Und ich hoffe, dass es den nochmal als gezogene Maschine gibt, also einen gezogenen Erbsenernter, damit man damit auch relativ früh anfangen kann und wie gesagt nicht erst 600.000 Euro sich erarbeiten muss, plus den Rest. So, genau, hier sehen wir nochmal eine Abladestation. Ein einfaches Förderband. Ja gut, ne? Sieht auf jeden Fall besser aus als beim Spinat. Bei dem Spinat sah das sehr flockig aus, sag ich mal. Das sah nicht sehr gut aus. Hier im Brandner-Trailer, da haben wir hier wahrscheinlich den 700 Vario. So, und das war's. Genau, hier haben wir noch mehr Screenshots. Einmal erste Wachstumsstufe. Zweite Wachstumsstufe. Hier sehen wir, die Schatten sehen sehr hart aus, okay. Dann haben wir hier die dritte Wachstumsstufe. Und dann haben wir hier die Erntereife-Stufe nochmal. Genau. Hier nochmal abgeerntet, wobei das ja nicht ganz so stimmt. Das ist nicht so, wie es im Spiel aussehen wird, sondern im Spiel wirst du noch die Blätter liegen haben. Ne? Von, ja, so. Da wird es halt so aussehen. Das ist halt ein anderes Bild. Finde ich, ja, hätte man vielleicht hier auch machen können. Aber hier hat man wahrscheinlich nur im Dev-Tool in der Konsole hat man einfach eingegeben, hier, mach mir das mal abgeerntet. Und dann hat die Konsole das so hingeklatscht und dann hat man einen Screenshot gemacht, obwohl das halt im fertigen Spiel anders aussehen wird. Genau. Und wenn man die Ernte verpasst, dann sieht es so aus. Dann ist es halt verdorrt und man hat es versaut. Okay, Freunde.
Wenn ihr es vorbestellen möchtet, das Spiel, macht das über den Link im angepinnten Kommentar oder über den Link in meiner Videobeschreibung. Kostet euch nicht mehr. Ich bekomme ein paar Street Credits bei Giants und wir werden den Spaß im LS25 haben. Das war meine massiv verspätete News vom LS25, Erbsen und die Factsheets. Ja, Leute, ich bin leider wirklich zeitlich aktuell sehr, sehr eingespannt. Leider. Bis dann, danke und ciao.